Letzte Absprachen vor der großen Eröffnung. Denn Lebensmittel retten ist harte Arbeit. Zumindest für Haifong Brise und das Team von Futter Theresa. Das Projekt aus Freiwilligen öffnet alle 2 Wochen seine Küche in einem anderen Restaurant in Braunschweig. Das Essen ist dabei kostenlos. Ein Ziel von heute ist, dass wir irgendwann am Ende des Abends verkünden können, hey Leute, wir haben gute Nachricht, wir haben kein Essen mehr da. Also normalerweise im Restaurant ist das so eine komplette schlechte Nachricht, aber uns ist eine gute Nachricht und das ist unser Ziel. Und von daher, wir werden wir genug haben. Die Nahrungsmittel bekommt das Team aus privaten Spenden und aus Überschüssen von Unternehmen. Das Thema Lebensmittelrettung ist für alle der ehrenamtlichen Helfer eine Herzensangelegenheit. Ich ernähre mich vegan und ich bin auch so Zero Waste unterwegs. Also ich möchte so wenig wie möglich wegschmeißen und möchte auch, lege darauf Wert, dass das halt auch so irgendwie aus der Region kommt und dass da irgendwie ein direkter Bezug möglich ist für mich, was die Lebensmittel angeht und auch die Erzeuger. Und dann kam eins zum anderen. Dann bin ich auf das Projekt aufmerksam geworden, Futter Theresa. Und habe ich gedacht, was kannst du denn am ehesten, selbst du mit der Zeit, die du übrig hast, du bietest dein Know-how als Koch an. Gestartet war Futter Theresa eigentlich als festes Café. Wegen Corona mussten die ehrenamtlichen Gastronomen umdenken. Das neue Konzept der wechselnden Standorte hat dabei durchaus seine Tücken. Nee, auch noch nicht. Da ist es. Aber auch wenn nicht gleich zu Beginn jedes Essen sofort den richtigen Abnehmer findet, begrüßen die Gäste am Abend das Konzept von Futter Theresa. Total begeistert, dass man halt gleichzeitig auch noch Lebensmittel quasi wiederverwertet, die eigentlich sonst vernichtet worden wären. Was ich ganz gut finde, es wird auch auf die Unverträglichkeiten gleich hingewiesen. Und das finde ich persönlich sehr nett. Die Supermärkte geben ja viel an die Tafeln und es wird trotzdem noch weggeworfen. Und das ist halt das, was schade ist. Und deswegen ist diese Aktion für uns so interessant. Ich habe vorher auf Instagram so ein bisschen was gesehen, aber es ist total toll. Also ich bin ganz, ganz froh, dass ich hier sein darf. Das Pop-up-Restaurant fordert von Fong und seinem Team immer wieder sehr viel Organisation, gerade zwischen den Öffnungen. Heute geht es einfach darum, wir haben so viel Vorbereitung getroffen, heute genießen. Aber ich sag mal, sobald hier die Uhr auf 24 Uhr, also 0 Uhr einschlägt, dann wird schon für die nächsten 2 oder 3 Wochen geplant. Ja. Wo das Pop-up-Restaurant als nächstes öffnet, gibt das Team immer kurz vorher auf seiner Website bekannt. An diesem Abend hieß es dann zum Glück mal wieder, die Küche ist leer, es ist nichts mehr da.